bin auch entspannt, als was von diesem Text hier kommt. Weil ich bete jeden Tag, das geht hier langsam runter, wenn ich meine Predigt vorbereitet habe, dass es nicht meine Worte sind, dass ich hier rede, aber die Worte von Gott. Und manchmal gibt er mich andere Worte, als was ich vorbereitet habe. Und dann kann manchmal Dinge ein bisschen ändern. Aber ich fange an mit meinen Notizen und dann, wenn der Heilige Geist uns in eine andere Richtung nimmt, dann nimmt er uns in eine andere Richtung. Erste Frage. Was ist Pfingsten? Heute ist Pfingsten für uns, nicht am Kalender. Ja, wir sind 3 Wochen früh. Aber was ist Pfingsten? Weil in dem Text sagt es zu uns, die Aposteln haben sich gesammelt für Pfingsten. Ist Pfingsten nur eine christliche Feier? Es ist jetzt eine christliche Feier. Aber was war Pfingsten? Warum waren sie zusammen gesammelt? Hat jemand eine Ahnung? Hanna weiß, weil ich schicke die Texte Hanna jede Woche früher, dass Armin das lesen kann heute. Und sie weiß ganz genau, was es ist. Sie hat immer die Antworten. Aber kann jemand anderes wagen, was Pfingsten ist? Jesus hat gesagt, sie sollen im Tempel auf den Heiligen Geist warten. Ah ja, aber Pfingsten, warum waren sie zusammengesammelt für Pfingsten? Es ist ein jüdisches Fest, ja, immer. Kennst du warum? Ja, genau. Es ist ein Erntefest. Ist das erste Ernte von die Ernte, das zusammengekommen ist. Aber es war auch ein Fest. Das war 50 Tage nach Passachfest. 50 Tage, hence, deswegen kommt es von der Pfingsten Nummer von. 50 Tage danach. Wir sind heute nur so ungefähr 30 Tage nach Passachfest und dann sind wir nicht eigentlich in der Pfingstenzeit. Deswegen warten wir noch 3 Wochen, bis es ankommt. Aber das war auch eine Feier, von wo Moses das Gesetz empfing. Er kam runter von der heiligen Berg mit 2 Tabletten, mit die Gesetz drauf. Und Lukas will, dass wir verstehen, dass es jetzt wieder hin... Tafeln. Der Tablets auf Englisch, ja gut, Tabletten. Okay, so gut, dass wir lachen können. Lukas will, dass wir verstehen, dass jetzt eine neue Gesetz runterkommt. Nicht vielleicht eine geschriebene Gesetz, aber ein Gesetz, das in unseren Herzen anfängt. Pfingsten, wie gesagt, ist das 50. Tag. Und es geht über das Erstlingsfrüchte. Das Erntegabe, das besagt, dass die Ernte begonnen hat. Die Ernte hat angefangen. Es geht darum, dass Gott seinem erlösten Volk den Lebensweg vorgibt, mit dem er seine Ziele umsetzen kann. Wir können das überlegen, ich muss das recherchieren, was das ist. Für uns auf Englisch ist es CPR, Pulmonary Resuscitation, HLV auf Deutsch? Nee? HLV. Das ist Herz-Lungen-Wiederlebung. Das ist eine Art von geistlicher Herz-Lungen-Wiederlebung. Wenn jemand sein Herz nicht mehr pumpt, hat keine mehr Luft in Lungen, dann haben wir das am Fernsehen zumindest gesehen. Nee? Haben wir das alles gesehen? Und jemand pumpt Herzmassage, genau. Aber das medizinische Wort ist Herz-Lungen-Wiederlebung. Anyway. Und wenn wir das sehen am Fernsehen, dann denken wir, wenn das passiert, dann ist es 100%ig. Man muss das einfach machen und dann kommt man wieder zum Leben. In jeder Fernsehsendung zeigt es so. Die machen das und dann kommt man zurück. Oh, wir haben es geschafft. Aber in Ehrlichkeit passiert das nur in 10% von Fällen außerhalb eines Krankenhauses. Vielleicht in einem Krankenhaus ist es mehr, passiert es öfter, dass man gerettet sein kann von sowas, so einer Aktion.
Aber normalerweise, das hilft, und die sagen alle, dass wir das machen sollen, und wir sollen das lernen. Und im Erste-Hilfe-Kurs lernen wir alles, das zu machen und zu pusten in einem Dummy, und das machen wir. Aber normalerweise passiert das in weniger als 10% von den Zeiten, wo das gebraucht ist. Und hier kommt der Atem von der Heilige Geist zu seiner Tempel. Und wir haben schon gesagt, wo ist jetzt der Tempel von Gott? In uns, gut. Ein paar von uns haben das gelernt von der letzten Prediger. Letzter paar vielleicht. Er ist uns, unsere Tempel ist hier drin. Und der Heilige Geist ist der Atem, das in uns gepustet ist. Er gibt uns ein neues Leben. Das Wort für Geist, das hier benutzt ist, auf Hebräisch, ist Ruach. Das ist dasselbe Wort auf Hebräisch für Atmen. Es ist eingeatmet. Und man sagt, das ist fast wie Atmen, wenn man das Wort sagt. Das ist auch das Wort für Atmen. Und das ist das Wort für Geist. Das Atmen von Gott kommt zu uns an diesem Pfingstzeit. Und wir feiern das. Gott führt eine geistliche Reanimation durch. Ohne den Geist Gottes sind wir geistlich tot. Er hat uns neues Leben eingeatmet am Pfingsten. Und jetzt, wenn wir reden über Pfingsten, wir denken nach Pfingstengemeinden. Sind nicht eigentlich alle Christengemeinden Pfingstgemeinden? Sind wir nicht alle eigentlich geistliche, geführte Gemeinde? Das sollte so sein. Aber da sind nur ein paar Gemeinden, sie halt nennen sich Pfingstgemeinden, weil sie sprechen mehr über diese mehr öffentliche Gaben von dem Heiligen Geist. Und da vielleicht sollen wir ein bisschen mehr darüber sprechen. Ich hatte auch so eine Erfahrung wie Miriam. Als ich ein junger Mann war, ging ich zu einem Jugendcamp. Und ich wusste nicht, was für ein Jugendcamp das war, aber ich war gern immer an christlichen Jugendcamps. Und ich ging an diesem Wochenende zu diesem Jugendcamp. Aber ich habe nur herausgefunden, am Freitagabend, als ich ankam, dass es eine sehr pfingstliche Jugendcamp war. Und sie haben zu mir gesagt, und ich glaube, ich war 15 Jahre alt. 15 Jahre alt war ich. Und sie haben zu mir gesagt, dass ich muss mit Zungen reden, sonst bin ich kein Christ. Und ich muss das lernen, wie man das macht. Und ich muss lernen, Zungenrede zu machen, sonst bin ich kein richtiger Christ. Und ich wusste, dass es nicht richtig war, aber ich wollte nicht die ganze Woche in der kämpfen über Texten in der Bibel, und ich wollte eigentlich nur Spaß haben an dieser Jugendcamp. Und dann habe ich mitgemacht. Und sie haben gesagt, sag einfach Halleluja 5-mal schnell nacheinander, und dann kannst du Zungenreden machen. Versuch mal jetzt alles. Alle 1, 2, 3. Halleluja, 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 Halleluja. Guck mal, kannst du auch Zungenreden? Und das haben sie zu mir gesagt. Das haben sie zu mir gesagt. Und ich habe mitgemacht, und ich habe es nur vorgemacht, weil ich dachte, ich will einfach nur Spaß haben an diesem Wochenende. Und ich dachte, wie viele andere Leute hier machen es auch nur mit, weil sie einfach in die Gemeinde passen will. Und das hat mir immer weggehalten von dieser Gabe von der Heilige Geist. Und ich will ganz sicher sagen, dass es diese Gabe nicht gibt. Da gibt es diese Gabe. Und es ist eine wichtige Gabe, und Leute haben diese Gabe. Aber es ist nicht eine Gabe für jeden Christ. Jeden Christ muss diese Gabe nicht haben. Aber es ist eine von vielen Gaben, die wir haben können. Ich habe Christfreunden, die haben diese Gabe, und ich vertraue diesen Menschen, dass die das wirklich haben, und das ist gut, und das hilft sie, mit Gott zu reden. Sie wissen eigentlich nicht, was sie sagen, aber wenn das kommt, wie Paulus hat gesagt, er hat mit einer Stimme gesprochen mit Gott, das nur der Heilige Geist verstehen könnte, weil er könnte die Worte nicht ausdrücken, die er brauchte. Das ist diese Art von Gespräch. Aber hier finden wir was bisschen anderes. Weil das an dieser Zeit
ist nicht Zungenrede, dass Paulus später darüber redet. Weil jeder hat verstanden, sie haben als ein Wunder ihre eigene Sprache gehört. Das wäre, wenn wir alle hier neue Sprache lernen könnten, ohne das zuerst zu lernen. Weil sie wussten, sie haben gepredigt und die Leute haben gesagt, wie kannst du in meiner Sprache predigen? Ich habe auch von Leuten gehört, dass das hat auch passiert. Wenn jemand hat, die dachten, mit Zungenrede geredet auf einen Bus und dann kam jemand zu ihnen und hat gesagt, wie kennst du meine Sprache? Wieso kennst du meine Sprache so gut? Wo hast du es gelernt? Und sie haben gesagt, ich wusste nicht, dass ich deine Sprache spreche. Diese Wunder kann auch passieren manchmal. Aber Zungenrede ist, weil wir reden mit einer Zunge, das wir nicht erkennen und andere Leute können es auch nicht erkennen. Das ist, wenn wir mit unserem Herz sprechen mit Gott, weil wir haben nicht die Worte, dass wir ausdrücken können. Dass wir, unser Herz drückt diese Worte aus und einfach es kommt raus. Und dann können wir mit Gott so reden. Das ist eine andere Art von was wir hier lesen und sehen. Sie wussten ganz genau, die wahren Sprachen, das Leute haben gekannt. Leute kamen von überall, dieses Fest zu feiern, und sie waren in Jerusalem. Das war ein Pilger, die haben das alles gemacht. Die waren da von verschiedenen Ländern und haben das Predigt gehört in ihrer eigenen Sprache. Und Gott hat der Heilige Geist zu uns gegeben. Nicht darum, die Menschen eine Spiritualität zu geben, die die Dinge, die Erde unwichtig macht. Das denken wir manchmal, dass alle die Dinge in die Erde sind nicht mehr wichtig, weil wir in unser geistlicher Leben sind. Aber die Dinge von der Erde sind eigentlich nicht so wichtig. Eigentlich geht es darum, die Erde mit der Kraft des Himmels zu verwandeln und die Dinge auf die Erde wirklich wichtig zu machen. Das fängt an bei den Teilen der Erde, das sind unsere Körper, unser Verstand, unser Herz, unser Leben sind verändert mit dem Heiligen Geist. Bei Herz, Lungen, Wiederleben beatmen wir jemanden, um ein neues Leben zu geben. Gott beatmet die Jungen und Jünger und sie sind jetzt auf eine neue Art lebendig. Als ich getauft war, habe ich gemerkt, was völlig anderes. Ich kam aus dem Wasser und habe mich gefühlt wie ein neugeborenes Kind. Es ist so schwer zu erklären, wie man das fühlt. Aber ich hatte frische Atmen in meiner Lunge. Ich hatte einen frischen Sprung in meiner Laufen. Ich fühlte, als ich fliegen könnte auf einen Wolken. Aber nach ein paar Wochen kommt man wieder runter. Haben wir manchmal dieses Gefühl gehabt, wo wir so eine geistliche Schönheit gefühlt hatten und wir wollten, ob wir fliegen könnten. Und dann nach ein paar Wochen kommen wir wieder runter. Vielleicht nach einem Camp oder einer sehr anspruchsvollen Predigt oder irgendwas. Und dann fallen wir wieder runter. Als junger Mann habe ich gearbeitet als Schreiner und Tischler. Und in dieser Zeit, das war ja viele Jahre her jetzt, so 30, 40 Jahre her, haben wir uns nicht gekümmert über Masken und Absaugemaschine, die das Staub abgesaugt hat. Und habe ich den Stein von einem Billardtisch geschliffen, ohne Maske, mit Staub, das geht hoch, mit Holzstaub von Holz. Ich habe die Tische lackiert ohne Maske, das Lack eingeatmet. Und jetzt, als ein viel älterer Mensch, finde ich manchmal es schwer, Luft zu kriegen. Wenn es warm ist, wenn die Fenster geschlossen sind, dann manchmal fange ich an zu husten. Hab keine Angst, das ist keine Corona, das passiert mir öfter, weil ich finde das schwer, atmen zu kriegen. Es ist besser, es geht mir besser, wenn es kälter ist, dann bekomme ich besser Luft. Aber ich brauche ständig frische Luft. Ich brauche ständig diese frische Atem, dass ich am Leben sein kann. Und manchmal als Christen brauchen wir ständig die Atem von dem Heiligen Geist, dass wir auch frisch fühlen, dass wir wieder atmen können, dass wir wieder seine Arbeit machen können.
Der Geist von Gott wird in uns eingeatmet. Himmel und Erde kommen zusammen. Wir sind Erde. Wir sind auf der Erde gemacht, auf den Staub gemacht. Und dann kommt Himmel, der Heilige Geist, der Tempel, und wohnt in uns. Und die kommen zusammen. Und wenn das passiert, dann muss irgendwas Neues gehen und funktionieren und passieren. Lukas will erklären später, wie es möglich war, dass so eine kleine Gruppe verängstigte, verwirrte und ein großen Teil ungebildete Männer und Frauen so schnell zu einer Kraft werden könnte, mit der in der ganzen bekannten Welt gerechnet ist. Von dieser kleinen Gruppe, letzte Woche haben wir gehört, 120 Menschen. Weißt du, wie viele Mitglieder wir haben? 113. So eine kleine Gruppe hat die ganze Welt verändert. Von dieser kleinen Gruppe sitzen wir hier jetzt, weil die den Heiligen Geist haben. Weil den Heiligen Geist hat sie berührt und hat sie gezeigt, was sie machen sollen. Und sie haben zugehört und haben sie das gemacht. Und dann fragen Leute, ja, wenn der Heilige Geist gibt und alle diese Wunder geben, warum sehe ich keine Wunder? Warum passiert das nicht zu mir? Ich habe gebetet und gebetet und gebetet für eine Wunder und es kommt nicht. Ich habe auch vielmal für Leute gebetet für eine Wunder. Weißt du, wie oft eine Wunder aus aller meiner Gebete gekommen ist? Vielleicht 2-3 Mal. Aber ich bete für viele, viele Menschen für eine Wunder. Manchmal sind sie ganz kleine Wunder. Wenn ich bete für jemanden, dass sie ein Kind bekommen und dann bekommen sie ein Kind. Und alle denken, ja, das ist eigentlich gerade nur so passiert. Ne? Das war kein Wunder. Aber wenn du für irgendwas betest, das nicht kommt und dann kommt es, dann musst du sagen, es war ein Wunder, das passiert hat. Aber Leute denken, warum bekomme ich keine Wunder, wenn der Heilige Geist bei mir ist? Wenn es zu jeder passiert, in aller Leben diese Wunder. Und ich glaube, dich alle haben Wunder in ihrem Leben. Manche Menschen dürfen diese Wunder erfahren, weil vielleicht, weil sie in eine schwierige Situation in die Zukunft sein wird und sie brauchen diese Wunder, ihre Glauben zu verhalten. Gott hat mir so eine Wunde gemacht und hat mir so geholfen, jetzt kann ich auch durch diese Tal laufen. Er kann das für mich führen, er kann das für mich machen. Und andere Menschen müssen still und geduldig arbeiten und dürfen sich nicht darauf verlassen, dass ein plötzlicher Schub und zusätzliche Kraft alle Probleme löst, die in Wirklichkeit ein viel beständigere und vielleicht viel tiefere Arbeit erfordern. Vielleicht brauchen wir das und wir müssen durch unsere Probleme mitmachen. Ich weiß nicht. Ich kann dich nicht eine Antwort geben. Als mein Vater krank war, habe ich gebetet für eine Wunder. Mein Vater war der stärkste Mann in meinem Leben. Und es ist gut, dass meine Sohn und Tochter nicht hier sind heute. Sonst fangen sie an zu weinen, wenn ich rede über meinen Vater. Er war der stärkste Mann in meinem Leben. Er war mein Held. Und wir dachten, er war immer so kräftig und war immer gesund, war nie krank, hat nie eine Erkältung, war fast nie, hat nie Grippe, er hat nie was bekommen. Er hat immer so stark gearbeitet. Meine Mutter, im Gegenteil, war immer kranklich und hat immer was gehabt und brauchte immer Hilfe, musste immer zu einem Krankenhaus gehen für irgend verschiedene Dinge. Und wir dachten, meine Mutter geht zuerst und mein Vater wird für sie sorgen. Aber dann kam die Diagnose. Mein Vater hat immer gehustet, wie ich. Und dann ging er zum Arzt und hat gesagt, das geht nicht weg, warum nicht? Und die haben gesagt, wir haben Lungenkrebs gefunden. Und das war 4. Stufe Lungenkrebs. Das war der 2. Krebs davon. Anfang von dem Krebs war irgendwo anders angefangen. Das war ein 2. Teil von Krebs in seiner Lunge. Und er hat gesagt, da ist nicht heilbar. Das war im November zu seinem Geburtstag. Und ich habe gebetet, dass wir einmal mehr Weihnachten mit ihm feiern dürften. Ich wollte so doll nochmal Weihnachten feiern mit meinem Vater, Heiliger Abend.
Und dann kam Heiliger Abend und er war zu krank und konnte nicht teilnehmen. Er war immer noch am Leben und wir haben ihn besucht, aber wir könnten keine große Familienweihnachten haben. Und ich dachte, was für eine kleine Wunde, habe ich gefragt. Ich habe nicht für Heilung gefragt. Ich wollte nicht eine Wunde, dass er immer am Leben ist. Ich dachte, ja, wenn es ist seine Zeit, dann ist es seine Zeit und Gott nimmt ihn. Aber eine Weihnachten zu feiern, das ist nicht so eine große Wunde, oder? Aber ich habe dafür gebetet. Und Gott hat mir nicht diese Wunde geschenkt, diese kleine Wunde. Und ich war wütend mit Gott. Ich wollte überhaupt, wenn er da war vor mir, wollte ich ihn schlagen. Wie kannst du das zu uns machen? An Weihnachten, das ist alles, was ich wollte. Ein paar Stunden, wo er gesund ist und Weihnachten feiern könnte. Bei Januar 10. war er tot. Er hat nur 2 Wochen danach mitgemacht. Manchmal bekommen wir nicht unsere Wunde. Mein Bruder war auch Pastor. Meine Schwester war Missionär in Kolumbien. Wir waren alle gläubige Menschen. Alle Kinder waren gläubige. Wir haben alle dafür gebetet. Meine Vaters Kirche hat dafür gebetet. Wir haben alle dafür gebetet. Aber nichts hat passiert. Wir alle glaubten. Habe ich meine Glaube verloren? Nein. Ich glaube immer noch an Gott. Ich kann nicht immer antworten, warum er nicht macht, was wir wollen. Der ist keine Antwort. Seine Wege sind seine Wege. Er muss es machen, wie er machen muss. Vielleicht habe ich was davon gelernt. Wir werden mal sehen. In eine gut geordnete Gemeinschaft, in der sich jeder über Gaben der anderen genauso freut, über wie der einigen, ist kein Platz für Stolz oder Eifersucht. Ich habe die beste Gabe. Ich kann Zungen reden. Oder ich habe die beste Gabe. Ich kann predigen. Oder ich kann Prophezeiung machen. Oder vielleicht habe ich andere Gaben, Leute zu besuchen. Seelsorgerliche Gaben. Für Leute zu beten. Und keiner weiß, dass ich für sie bete. Aber ich mache es einfach so. Da ist keine Zeit für Eifersucht. In einer Gemeinde, wenn wir über den Heiligen Geist reden. Begehre nicht die Gaben, die andere haben. Benutze deine Gaben. Wir alle haben sie. Wir haben alle Gaben. Und ich will ein Predigtreihe nach Sommer machen über geistliche Gaben und was sie sind und wie sie benutzen kann. Ich mache das gern. Aber vorher kannst du gern selber schauen. Da sind viele Seiten am Internet, wo du eine Ausfüllungs-Survey machen kannst. Was heißt denn das? Umfrage machen kannst und dann gibst du Antworten und dann sagt es am Ende, das sind deine Gaben, das sind deine geistlichen Gaben. Wenn du nicht weißt, was deine geistlichen Gaben sind, kannst du es rausfinden. Das ist einfach, aber wir machen das später, das ist was anderes. Aber Gaben sind wichtig und wir alle haben eine Gabe, egal was deine Gabe ist. Wir müssen nur rausfinden, was es ist und dann benutzt deine Gabe. Ich sage so oft, Gott hat uns gegeben, was wir hier brauchen. Wir müssen nicht warten, bis irgendwas anderes zu uns kommt. Wir haben, was wir brauchen hier. Was wir hier auch sehen, geht zurück zu dem Alten Testament. Da war eine Geschichte im Alten Testament über Sprachen, wo wir hatten alle eine Sprache. Und dann hatte es sich geändert. Wer kann sagen, was diese Geschichte ist? Nicht Hannah, sie weiß ganz genau. Babel, der Turm von Babel, genau. Die Menschen dachten, sie waren besser als Gott. Und sie bauen einen Tempel so hoch, einen Turm so hoch, dass die können Himmel erreichen und selber dahin laufen. Nicht, weil sie ihn gelobt haben, nur weil sie das selber allein machen wollte. Und er hat sie alle andere Sprachen gegeben. Und hier kommt der Heilige Geist und keiner braucht eine andere Sprache, weil alle, die zuhören, hören ihre eigene Sprache. Gott hat Babel rückgängig gemacht. Ich schaue gern Movies am Fernseher und du kennst, dass ich viel öfter Sci-Fi sehe auf
auf meiner Movies auch, und ich bin ein Fan von Star Trek. Ist andere Fans von Star Trek hier? Da sind ein paar. Wir machen das ein bisschen heimlich, ne? Das ist ein bisschen peinlich, ein Fan zu sein. Aber und in Star Trek gibt es dieser Ding, das heißt eine Universal Translator. Eine Universalübersetzer. Und du musst nicht eine neue Sprache lernen. Weil wenn ein außerirdischer Mensch zu dir spricht, dann versteht es deine Sprache und du hörst nur Englisch oder Deutsch oder was. Und dann, wenn du sprichst, sprichst du nur Deutsch oder Englisch und sie verstehen dir auch. Perfekt! Wie gut wäre das, wenn ich einen Universal Übersetzer habe hier? Dann würde es viel einfacher machen, wenn ich hier predige nach vorne. Und das hat fast so genau passiert hier am Pfingsten. Diese Zungen unterscheiden sich von diesen anderen Zungen. Wir haben in 1. Korinther Brief 14, dass Paulus schreibt. Das ist eine andere Zungenrede, da, dass er darüber spricht und schreibt. Statt Trennung gibt es jetzt Inklusion. Die ganze Welt kann jetzt von Gott hören und nicht nur die Juden. Auch die Deutschen, auch die Australier, auch die Amerikaner, die sprechen auch kein Englisch. Die Franzosen, die Italiener, alle kamen von Gott hören, nicht nur die Juden. Na und? Gut, wir wissen jetzt, was Pfingsten ist. Aber was passiert jetzt? Dieses Werk von Gott ist wunderbar inklusiv. Es gibt keine Kategorie von Menschen, die ausgelassen wird. Beide Geschlechter, alle Altersgruppen, alle sozialen Schichten. Aber es ist auch eine wunderbar zielgerecht. Denn es geschieht für alle, die an ihn anrufen, kommt diese Gaben zu ihm. Am Ende wollten viele Leute nicht denken, dass irgendwas Wunderbares passiert hat. Und sie haben nur gesagt, ah, die sind alle besoffen. Wer war letztes Mal besoffen am 9 Uhr morgens? Nein, ich frage das nicht. Aber wenn war die letzte Mal, dass jemand über die Friedenskirche gesagt hat, ah, die sind alle bekloppt da drin, die sind alle besoffen, die machen so was Verrücktes da drin. Die denken überhaupt nicht von uns. Und das ist nicht auch Friedenskirche, ich will nicht uns beschämen, nee, das geht aller Gemeinden. Weil, wissen Sie, wie oft ein Nichtchrist denkt von uns? Nie! Die laufen nicht darum in die Straße und denken, oh, was passiert da drin? Die Kirche, was machen die heute? Die laufen einfach vorbei und denken, noch eine Tür. Die haben keine Ahnung, was hier angeht. Die denken nicht über uns. Die denken nicht schlecht über uns. Die denken auch nicht gut über uns. Die denken überhaupt nicht über uns. Manchmal müssen wir ausdenken, was für verrückte Dinge müssen wir machen, dass unsere Nachbarn wissen, dass wir den Heiligen Geist in uns haben. Vielleicht verrückte Dinge wie Liebe, Nächstenliebe. Wie verrückt kann das sein? Aber alle Menschen machen Nächstenliebe, oder? Jesus hat gesagt, wenn du jemand ein Glas Wasser gibst in meinen Namen, hast du mir Wasser gegeben. Müssen wir heilige Wasser finden und heilige Wasser ausgeben an der Straße, weil es in der Bibel nicht redet nur über Wasser? Oder ist es was anderes? Was, wenn jemand zu uns kommt und fragt was anderes von uns? Werden wir auch Ja sagen? Wenn unser Nachbar kommt zu uns und sagt, kannst du mir helfen? Werden wir Nein sagen oder Ja? Und ich glaube, wir werden nicht immer Ja sagen. Manchmal ist es nicht, es passt nicht. Ich bin zu beschäftigt, ich habe keine Zeit. Ich bin unterwegs, ich habe andere Dinge zu tun. Ich kann nicht alle helfen. Ne? Aber wenn wir den Heiligen Geist mit uns haben, dann sollen wir so viel Liebe zeigen, dass die denken, wir sind betrunken von so viel Liebe, dass wir haben für andere Menschen.
Haben wir den Heiligen Geist? Oder müssen wir wiederbelebt werden? Muss der Heilige Geist an uns drücken und in uns einatmen, dass wir neue Luft kriegen und neu anfangen? Sind wir so gut wie tot? Ist es unsere letzte Chance, dass uns der Geist Gottes eingehaucht wird? Das könnte sein. Er gibt es immer das Chance, aber wir hören ihm nicht zu. Und je mehr, dass wir Nein sagen zu dem Heiligen Geist, der härter wird unser Herz. In dem Alten Testament sagt es, dass der Hart von Pharao hart gemacht war. Er hat dasselbe gemacht. Er hat sein Herz selber hart gemacht. Er hat ständig Nein gesagt. Nein, 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 nein. Und wenn wir ständig zu dem Heiligen Geist sagen, nein, 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 machen wir unser Herz härter und härter und härter. Bis wir nicht mehr hören können, bis es zu hart ist. Und dann können wir nicht weiter belebt sein. Kann er nicht in uns einatmen. Und das liegt nicht an seiner Kraft, aber es liegt an uns und was wir gemacht haben. Ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun, was wir tun müssen. Wenn wir Dinge machen kann ohne den Heiligen Geist, dann machen diese Dinge eigentlich einen Sinn. Wenn wir sagen, ja, eigentlich brauchen wir nur Jesus und den Vater, Heiligen Geist brauchen wir nicht. Wir können alles anderes machen ohne ihn. Aber ich muss fragen, wenn wir das machen kann ohne ihn, macht es einen Sinn? Alles, was wir machen ohne ihn, macht keinen Sinn. Das ist kein christlicher Sinn. Ich putze meine Zähne ohne den Heiligen Geist. Ich ziehe meine Jeans an ohne den Heiligen Geist. Ich brauche nicht meine Jeans anzuziehen oder meine Schuhe zu binden oder meine Zähne zu putzen. Aber die machen auch keinen christlichen Sinn. Was machen wir und was wollen wir haben? Das kann nur passieren mit der Kraft von dem Heiligen Geist. Und dann müssen wir dafür beten und fragen, Heiliger Geist, zeig uns, was es ist, dass du hast vor uns, diese Gemeinde hier, diese Menschen, die hier sitzen. Keiner hier ist ausgegrenzt. Keiner kann sagen, ich bin zu jung, zu alt, zu grau, zu dunkelhaarig, zu glattköpfig, zu was. Alle von uns kann mitmachen. Jeder. Von dem kleinsten Kind zu den ältesten Menschen unserer Gemeinde. Alle können das mit. Tun wir Gottes Werk oder nur unsere eigene? Ich will dir keine Antwort geben. Ich will dir nur die Frage lassen in die Luft. Tun wir das Werk Gottes oder nur unsere eigene? Lass uns zusammen beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir heute zusammenkommen dürften an so einer schönen Frühlingstag. Hilf uns, von deinem Geist zu hören. Wenn wir das brauchen, erfüll uns erneut mit deinem Geist, dass wir eine neue Atmung kriegen, dass wir frische Luft in unsere Lunge haben, dass wir deine Arbeit machen können. Erfüll uns erneut jeden Tag, dass wir machen können, was du vor uns vorhast. Hilf uns. Hilf uns, deine Stimme zu hören. Lass unsere Herzen nicht zu hart sein. Lass uns ein weiches Herz haben, dass wir alle lieben können. Und so lieben, dass Leute denken, dass wir alle betrunken sind. Wir danken dir, dass du uns Jesus geschickt hast, dass wir lernen können, was alles um dich geht. Aber wir danken dir, dass du den Heiligen Geist uns geschickt hast, dass wir deine Arbeit machen können. Und deine Arbeit, das nur, dass wir machen können, mit dir und deiner Hilfe. Nicht die Arbeit, dass wir alleine machen könnten. In deinem Namen von deinem Sohn Jesus Christus beten wir. Amen.